Herzlich willkommen bei Respect Lifestyle Magazin. Heute mal ein ganz anderer Test und von wo ganz anders. Wir sind hier aktuell in Korsika im Riva Bella Spa and Thalasso Resort und haben uns einfach mal einen Eindruck gemacht. Das ist hier meine erste FKK-Erfahrung und das ist echt ganz gut hier gemacht, wer so einfach mal die ersten Erfahrungen sammeln will, weil man muss hier nur am Strand nackig sein. Und das finde ich ist vollkommen in Ordnung und da kommt man echt gut rein. Ansonsten ist das hier so ein bisschen wirklich ein tolles Feeling. Ein riesiger, feiner Sandstrand und mit vielen Liegen und Sonnenschirm und man muss hier nicht zwingend irgendwie sein Handtuch hinlegen, um vorher zu reservieren die Liege. Das ist ein Naturcamp. Das ist eine sehr große Anlage. Die Bungalows sind hier verteilt und alle haben Meerblick. Also von daher, die Bungalows sind ja praktisch ausgestattet und was ich persönlich wichtig finde, sauber. Besonders toll und deswegen kann ich hier besonders gut schlafen. Selbst im Bett hört man das Meeresrauschen. Das ist einfach beruhigend. Ja, was natürlich so ein bisschen, wer das vielleicht braucht, tollen Handyempfang gibt es hier nicht. Aber das ist auch das Schöne. Wer natürlich trotzdem erreichbar sein will, hier kann man, gibt es überall WLAN und hat daher quasi trotzdem Internetempfang. Ansonsten gefällt es mir sehr gut. Essen und Trinken. Hier gibt es ein tolles Restaurant. Sehr abwechslungsreich. Korsische Küche. Schmeckt mir super. Wer natürlich den absoluten Luxus sucht, ist hier eher ein bisschen fehl am Platz. Hier geht es so ein bisschen um Natur. Die Bungalows sind aber wirklich sehr praktisch ausgestattet. Also man hat hier alles irgendwie von der Kaffeemaschine, Kühlschrank, Geschirrspüler. Man kann sich also entweder selbst versorgen oder wie wir genießt einfach das Restaurant früh, mittags und abends. Man sitzt direkt am Strand im Meer. Und also zumindest hat man das Gefühl, weil man sitzt halt wirklich, hat den Blick auf dieses große, tolle Mittelmeer. Dadurch, dass diese Anlage sehr breitflächig angelegt ist, ja, hat man hier nie dieses Gefühl von Massentourismus. Hier ist alles sehr grün, überall Wasser, Mücken hält sich hier vollkommen in Grenzen. Es ist einfach hier naturbelassen und man kann hier eigentlich schon in dem Resort wandern gehen, spazieren, walken, was ihr wollt. Das ist sehr groß angelegt und mein Lieblingsplatz für alt und jung ist hier, ich sag mal so, die Lama-Farm. Und die Lamas sind echt total nett. Ich habe zumindest noch keins angespuckt, die kommen erstmal ganz interessiert an. Aber ja, ich habe jetzt gerade wieder jetzt nichts zum Futtern mit, dann sind die auch schnell. Das Gute ist, die Schweine und die Tiere werden nur aus den Küchenabfällen hier des Restaurants ernährt. Also das nenne ich mal einen perfekten Kreislauf und hier muss auch kein Rasen gemäht werden, weil die Tiere alles essen. So, also hier kann man eigentlich jede Sportart machen, die man machen will. Hier gibt es Outdoor-Sport, kann man jeden Tag Yoga, Pilates in der Gruppe machen. Man kann ja auch, wenn man will, mit einem Camper kommen oder zelten, Tennis, Tischtennis. Es gibt hier eigentlich wirklich alles, um sich den Tag zu, ja, umzubringen, im positiven Sinne. Das Schönste ist hier auf der Terrasse zu sitzen und selbst im Schlafzimmer beim Schlafen das Meeresrauschen zu sehen. Und ansonsten, das war scheiße. Zu sehen.